Begrüße euch total und recht herzlich zur Star Wars Show. Star Wars, the last generation, the first generation. Die erste Generation Star Wars. Wir, die etwas Älteren, die etwas mit Star Wars noch zu tun hatten unter Episode 4, 5 und 6. Jetzt wurde der Darsteller verstorben von Chewbacca. Sieht man die Filme halt ein bisschen anders, weil auch Leia halt verstorben und 3DPO noch nicht, aber R2D2. So, es sind einige halt verstorben, die bei Star Wars jetzt fehlen werden, aber nicht im Film, nicht in der Saga, nicht im Comic, nicht im Old Republic, egal wo. Fehlen wird niemand bei Star Wars, auf keinen Fall. Weil bei Star Wars herrscht die Unendlichkeit. So, jetzt ist das Resort fertig. Ihr kennt das Resort. Galaxy of Edge ist demnächst fertig in Orlando. Die hohen Herren, Damen und Herren, die da die Verwaltung haben, die halt das Geld haben, die saßen schon da und haben es sich angeschaut. Steven Spielberg war da, Kathleen Kennedy war da, der Direktor von Star Wars / Disney, der halt Star Wars unter sich hat, dieser Direktor war da. Und die haben sie, und natürlich J.J. Abrams. Ja, J.J. Abrams war auch da und hat dann, oder sie haben dann, alles mal inspiziert. So, das habe ich euch als Fotos schon gezeigt gehabt. Und dann hieß es, ja, wieso sind da Steine? Meine lieben Freunde, natürlich müssen da Steine sein, weil wenn ihr das im Original hättet, mit ganz viel Sand und so weiter, erstens wäre es nicht so verträglich für die Kunden, zweitens wäre es nicht so verträglich für das Resort, und drittens wäre es nicht erträglich, diesen ganzen Staub, diesen ganzen Sand in der vollen Elektronik zu haben. Wenn man genau reinschaut im Inlay, dass da die kleinen Bars sind und die Sachen, wo ihr euch niedersetzen könnt, wo ihr euch ausruhen könnt und wo ihr natürlich essen und trinken könnt, konnte man wunderbar sehen. Natürlich der Rundgang ist natürlich das Highlight im Falcon. Ja, ist klar, aber auch da wird so viel Elektronik sein, dass sie aus Sicherheitsgründen dort halt keinen Sand verbaut haben, sondern halt Beton und Gips und Stahl und Eisen und all solche Sachen. Das ist natürlich auf irgendeine Art ganz klar. Das sollte man, wie gesagt, auch gar nicht anders sich vorstellen. So, wie gesagt, wir schreiben das Jahr 2019. Und man hat schon gesagt, dass dieser Johnson, dass seine Trilogie da wohl nicht kommen wird. Das wird wohl stimmen, weil wer will diesen Johnson, beziehungsweise Johnson mit seinem 8, hat zu viel kaputt gemacht. Mittlerweile kristallisiert sich das heraus, der Amerikaner sieht es etwas anders, wie wir Europäer es sehen. Ja, also mittlerweile kann man sagen, Johnson hat mit seiner 8 reichlich viel zerdeppert. So, J.J. Abrams greift es wieder auf, einige Set-Fotos gesehen, ob er da bei Ashu an dem wieder ist, weiß man nicht, ob die sich da nochmal getroffen haben, um da zu drehen. Die Frage lautet schon, was haben die gedreht? Also wenn so viele Jahre dazwischen sind, ist klar, einigen fällt es halt auf, dass Rey immer dasselbe trägt. Rey trägt immer dasselbe und nach so vielen Jahren, jetzt halt hier mit so einem Verband an sich, hier oben war der Schulterschuss, ja, da sieht man auch keine Narbe, nichts, sondern hallo, nehmt es halt nicht so ernst. Es ist Hollywood, es bleibt Hollywood, es ist ein Märchen. Die Schauspieler, Hut ab, dass sie immer noch in der Rolle sind. Hut ab, dass sie immer noch dabei sind. Hut ab, dass sie überhaupt bei Star Wars sind. So, jetzt kommt's. Game of Thrones, weil ihr habt euch sicherlich gefragt, wo ich mit eingestiegen, dass sie im Resort waren in Orlando, bei Galaxy of Age. Dass da, wie gesagt, George Lucas nicht saß. Dafür Steven Spielberg, einer seiner besten Freunde. Mit Kathleen Kennedy und wie gesagt, den Direktor. Ich habe den Namen jetzt nicht so eruiert. Für mich ist er jetzt nicht so wichtig. Und natürlich mit J.J. Abrams. So, und dann natürlich den Chef persönlich, der dafür zuständig ist, der diesen Resort verwaltet. Der war natürlich auch da. Der sprach ja auch in Chicago, wie die Convention bzw. Celebration war. Und er hat ja auch alle Leute eingeladen und so viel Geld hat ja keiner. Also wie gesagt, wir, die immer noch involviert sind, wir, die immer noch die ersten Star Wars Fans waren und immer noch sind, wir sind es ja immer noch,
Wir werden auch schätzungsweise nicht abrücken davon. Nur eines ist klar. Eines ist richtig klar. Resistance ist so kindlich nicht. Und Resistance kommt auch zwischen 21.30 Uhr bis 22 Uhr, also 30 Minuten lang. Ich habe mir die Mühe genommen, bei Disney DX in die Mediathek zu gehen, im Computer, und habe mir dann die Folgen angesehen. Da stehen natürlich sehr lange diese Folgen, und dann kommen ein oder zwei neue Folgen. Die habe ich mir jetzt auch angesehen. Also so schlecht ist Resort nicht, also beziehungsweise Resistance. Resistance ist nicht so schlecht. Ja? Man erkennt da einiges noch, auch über die erste Ordnung, wie die arbeiten und wie die sich das alles adaptieren. Ja, zum Beispiel schicken sie da die ganzen Droiden bzw. Rebellen oder Piraten, vor allen Dingen schicken sie Piraten und klauen denen dann doch und behaupten dann, nee, war nicht so, und die Piraten schauen dann natürlich in die Röhre, ist klar. Ne? Da wurde ja die Tochter vom Chef sozusagen gestohlen und dann wieder beigebracht. Wer Resistance nicht kennt, sollte man sich anschauen. Ich muss auch warten, bis es die dann irgendwann mal auf eine DVD gibt, damit man die sich irgendwann mal anschauen kann. Ja? Und wie gesagt, Resistance ist halt noch in aller Munde, aber viel zu spät. Also darauf wollte ich hinaus. Kindlich kann es nicht sein, weil Kind schaut um 21.30 Uhr bis 22 Uhr kein Fernseher, jedenfalls nicht meine Kinder. Ob eure Kinder da um die Uhrzeit Star Wars gucken, weiß ich nicht. Also wie gesagt, wie Chewbacca, der Darsteller, verstorben, habe ich mir alle drei nochmal angesehen, 4, 5 und 6. Und habe es anders gesehen. Man kann sich auch die Ur-Uralten greifen. Wer sie hat, wer sie wirklich Ur-Uralten hat, die ersten, ja, die ganz anders waren, nicht aufgearbeitet und so weiter. Leider hat Lucas bis heute die nicht freigegeben auf Blu-ray oder DVD, leider. Deswegen muss man da gucken. Das sind meistens noch die alten Videobänder, ne? VHS oder so. Und wer natürlich das ganz große Glück hat, kann die nämlich bekommen auf der Super 8 Schiene, Super 8 Rollen und so weiter. Ne? Jedenfalls, Star Wars ist und Star Wars bleibt nicht nur für die Young Generation, auch für die Old Generation. Nur die Old Generation, ja, da ist sehr ruhig geworden. Und jetzt kommen wir mal zum Abschluss, worum es heute geht. Heute geht es nämlich darum, dass ehemalig Kennerfiguren, also die ehemalig Kennerfiguren, jetzt wieder auferlegt wurden durch Hasbro, die 77er, genau, die 1977er sind wieder auferlegt worden als neu, ja, aber sehen genauso aus. Die von 77, die waren blasser, die waren mattig und die waren natürlich zerfielen. Also deswegen hat ja Luke Skywalker diese Figur $25.000 gebracht. Und das ist nicht gerade wenig für so eine kleine Figur da. Jedenfalls sind die wieder auferlegt worden. Die kann man in einem großen Case kaufen, leider hier noch nicht. Wann? Keine Ahnung. Aber jedenfalls in Amerika. Ich habe es mir angesehen, da habe ich mir auch gefragt, sollte ich mir das antun, Sachen aus dem Jahr 1977 kaufen, die jetzt auferlegt wurden, die jetzt blanchiert sind, also lackiert sind, also sehen nicht dem Ursprung aus, sind zwar die ursprünglichen Figuren, sehen, ist klar, aber man sieht halt 77 verarbeitet und jetzt im Jahre 2019 verarbeitet. Schauen wir mal. Also für alle Sammler, ihr dürft natürlich das sammeln, was euch gefällt, das ist klar. Aber ich mache so langsam Stopp mit dem Sammeln. Ich werde weiterhin Filme sammeln, Hörbücher sammeln, aber das andere nicht. So, wir können alle darüber reden, weil wir werden es nicht bekommen. Ja? So, 33 zum Beispiel, 13, 33 werden wir nicht bekommen. Wenn wir Glück haben, vielleicht ja doch als Serie. Müssen wir abwarten, das dauert. So, im Jahre 2022, 24, 26 sollen wir ja eine neue Trilogie bekommen. Alles spricht darüber, alles wird auch so langsam freigegeben, ja, da soll was kommen, 22, 24, 26. Aber das sollen die Herrschaften von Game of Thrones sein. Die Game of Thrones gemacht haben, die beiden Regisseure, sollen das dann als Trilogie machen. So, George Lucas war am Set von Game of Thrones, schätzungsweise nicht umsonst. Der hat sich doch irgendwie was angeguckt, mit denen vielleicht schon gesprochen und so. Weil ein bisschen wird er ja noch angehaucht sein von seiner Idee. Also absolut freigegeben wird er sie ja wohl nicht haben. Ja? Weil, okay, er ist halt nicht mehr, er hat ja jetzt auch Geburtstag, deswegen habe ich dieses Video gemacht.
Er hat nun mal im Mai Geburtstag und deswegen kamen die Filme ja auch immer im Mai. Jetzt kommen sie halt Weihnachten. Aber vergesst nicht, George Lucas hat im Mai Geburtstag. So, ich glaube 75. Bitte. Ich habe jetzt nicht genau nachgesehen. Ich wusste nur, stopp, im Mai, da war was. Und dieses Video ist jetzt spontan entstanden, weil ich mich mit sehr vielen wieder über Star Wars unterhalten konnte. Und alle sind halt der Meinung, in unserem Alter, 45 aufwärts, es war halt, war eine schöne Zeit und jetzt schaut man es am Rande. Also ich bin nur Video involviert, ich kaufe mir halt die Filme, die frei sind, alle Hörbücher. Wenn sie frei sind, höre ich sie mir da, wo sie frei gegeben sind. Bei YouTube zum Beispiel sind ja einige freigegeben. Dann kann man 4, 5, 6 Stunden sich das anhören, sehr gut gemacht. Und da kommt man natürlich langsam dahinter. Also ich bleibe immer noch, dass Lord Darth Vader immer noch einen Film hätte haben müssen, damit wir wissen, wie viele Jedis übrig geblieben sind und wie viele nicht. Na? Wir wissen nämlich gar nicht, wie viele Jedis übrig geblieben sind oder warum man immer vom letzten Jedi sprach. Jetzt spricht man darüber, dass Luke Skywalker, wie gesagt, der letzte oder der Weg des Skywalkers, ja, die, an sich hätte es heißen, so the family of Skywalkers are going home, ja, irgendwie. Denn die gesamte Familie des Skywalkers sind ja an sich gar nicht mehr da. Ist so. Also ich wüsste nicht, okay, in 9 ist nur ganz kurz Leia noch zu sehen, als General Organa. Aber wenn man genau hinschaut, es sind die alten Szenen, man hat es gesehen, man braucht gar nicht darüber nachdenken, dass sie in 7 verwertet wurden. Man hat sie nur ausgeschält und woanders eingesetzt, aber das Weinen kann man ja so oder so nehmen als Abschied, ja, dass Leia sie verabschiedet hat und so weiter, dass sie nochmal drüber nachdenken über Luke, ne? Und dass sie sich halt noch daran erinnert, wie sie Luke die Plakette sozusagen, die Medaille gegeben hat. Es ist ein reiner Erinnerungsfilm. Ne? Es ist ein reiner Erinnerungsfilm an 4, 5 und 6. Also ob Palpatine wirklich kommt, ja, ob, hallo, ob der, keine Ahnung, vielleicht als Geist-Sequenz. Ich werde warten bis der Super Bowl, weil im Super Bowl kommt der Trailer. Und wenn der Trailer gekommen ist, dann wissen wir nämlich genau Bescheid, was los ist. Na, und ich mache jetzt Schluss und wünsche euch viel, viel Spaß bei Star Wars und vor allen Dingen bei der Star Wars Show und beim Original The Star Wars Show und bei Resistance, Rebels und diverse anderen. Hoffentlich wird Disney Plus, nicht nur im November in Amerika erscheinen, wenn wir Glück haben, auch hier in Deutschland bzw. Europa, aber es wird wohl nicht so sein. Die Amerikaner werden es im November bekommen und wir, wenn wir Pech haben, erst im Januar, Februar. Ist halt so. Denn Star Wars ist zwar überall und Star Wars ist auch für alle gedacht, aber wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, in erster Linie ein amerikanisches Produkt. Es bleibt ein amerikanisches Produkt und die Amerikaner bekommen es halt als Erster. Und wenn wir Glück haben, wenn wir wirklich Glück haben, bekommen wir auch ein Häppchen davon ab, aber jeder weiß Bescheid, dass er die Figuren zum Beispiel nur in Amerika bekommt, ja? Dass er andere Sachen nur in Amerika bekommt, sagen wir mal so. Wer Star Wars liebt, benötigt das amerikanische Produkt. Und hier in Europa bekommen wir halt nur das, was übrig bleibt. Kann man machen, was wir wollen.